Meine Spinne wollte mir irgendwas mitteilen, also fing ich an, mit ihr zu kommunizieren. Meistens möchte sie dann eine Grille essen, wenn sie nach vorne kommt. Aber da hatte sie keinen Bock drauf, denn sie hatte mal wieder Bock auf einen Apfel. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber Spinnen können sich von Obst, Nektar und Pflanzen ernähren und theoretisch gesehen ein vegetarisches Leben führen. Meistens sind es die Springspinnen, die zu den schlauesten Spinnenarten gehören. Sie werden sogar ziemlich zutraulich und man kann ihnen einiges beibringen, denn sie lernen sehr schnell. Markiert eure veganen und vegetarischen Freunde und folgt mir für mehr.